Ottmar Hitzfeld und alle Bayern jubeln. Sie können es selbst nicht fassen. Nach dem 1:1 durch Patrick Andersson. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesliga wird eine Meisterschaft in der Nachspielzeit entschieden. Das gab es überhaupt noch nie. Die Bayern, sie holen den dritten Titel in Folge. Das ist der Hattrick. Und trotzdem, Sie haben es bestimmt gehört, die große Sause, die findet heute nicht statt. Die gibt es erst nach dem Champions-League-Finale am Mittwoch. Ottmar Hitzfeld hat persönlich in allen Münchner Diskotheken Mannschaftsfotos aufgehängt, wo drauf steht, wir müssen leider draußen bleiben. Also die große Feier, die findet heute nicht statt. Aber die Bayern hat natürlich trotzdem Zeit, die Schale entgegenzunehmen. Thomas Herrmann, bitte. Der neue DFB-Präsident Gerhard Mayer-Vorfelder mit der Meisterschale, die Salatschüssel zum 17. Mal in München. Das ist vielleicht binnen einer Woche die erste Schale, die jemals übergeben wurde an den selbstbewusstesten Chef aller Chefs, an Effenberg. Olli Kahn, was hat er für diesen Titel geleistet? Wahnsinn! War der krönende Abschluss für eine unglaubliche Saison, glaube ich. Dass wir zu dem Zeitpunkt noch das 1:1 machen, ist unglaublich. Ich war so oder so den Tränen nah. Also das war einfach unglaublich. Der 17. Titel, der Titel-Hattrick zum dritten Mal. 72 bis 74, 85 bis 87 und jetzt dreimal Bayern. Sie sind gefräßig, sagte Olli Kahn. Zum zweiten Mal ist das Double möglich nach 1974. Meisterschaft und Champions Cup. Lauft weiter, ihr Bayern, nach Mailand. Viel Glück. Gegen Valencia am Mittwoch in der Champions League. Sie können selber nicht so richtig fassen. Sie können selber kaum glauben, die Bayern. Harter Bruch. Jetzt kommen wir mal zu den Gefühlen am anderen Ende der Gefühlsskala, zu den Schalkern. Man kann eine Meisterschaft mal knapp verpassen, aber das, was denen da heute passiert ist, das ist schon extrem tragisch. Letzten Samstag diese berühmten 5 Sekunden und heute hat das Schicksal noch mal einen weiteren Nackenschlag nachgelegt für die Schalker. Wie steckt man sowas weg? Andreas Kramer und Jörg Sebeneick berichten. Rudi Assauer sammelt sich. Immer noch glaubt er, Schalke ist deutscher Meister. Die Fans haben gefeiert und irgendwelche, sag ich mal, Kollegen von ihnen haben gesagt, okay, das Spiel ist zu Ende. Ich sage, okay, es ist noch nicht zu Ende, weil neben mir war immer einer mit dem Kopfhörer und sagt, es ist nicht zu Ende. So, genau das ist dann passiert, was ich gesagt habe. Das, wenn es zu Ende ist, können wir feiern. Und die haben vorher gefeiert. Und wer vorher feiert, feiert meistens umsonst. 17.20 Uhr, der Freistoß für Bayern. Es gab eine Situation, da hätte ich in einem Flugzeug sein müssen, das abgestürzt ist. Und alle sind umgekommen. Das ist vergleichbar mit dem, was heute passiert ist. Weil ich bin nicht in das Flugzeug eingestiegen, weil ich habe es umgebucht, so, da wäre ich abgestürzt. So ähnlich bin ich mir vorgekommen heute bei dem Ergebnis des der beiden Spiele. In Fassungslosigkeit vereint Fans und Mannschaft. Das Team zeigte sich noch mal eine Viertelstunde nach dem Unbeschreiblichen. Die Melodie You Never Walk Alone, das war selbst für Hüb Stevens zu viel. Alles gegeben, alles versucht und ja, ist der Fußballgott stand den Bayern zur Seite. Wir sind dann hoch und sind in die Kabine, da lief der Fernseher noch und dann haben wir es eigentlich live miterlebt, was da passiert ist und es war natürlich absoluter Wahnsinn. Aber wenn du dann die Jungs siehst, die reinkommen und die flattern und die heulen,
und nehme dich in den Arm und so. Das ist grausam, es ist grausam. Letztes Jahr Leverkusen, jetzt Schalke und der ewig gleiche Spielfilm. Alljährlich grüßt das Murmeltier FC Bayern. Wer will den eigentlich noch sehen? Tja, die Schalker fix und fertig in München zur Stunde natürlich. Ein Autokorso fährt hinter dem anderen her und ich glaube, man könnte es so langsam eigentlich fast in die Kalender drucken. Im Februar ist Karneval, im April ist Ostern und im Mai kriegen die Bayern die Schale. Der dritte Hattrick für die Bayern, der 17. Meistertitel, da drängt sich natürlich ein bisschen die Frage auf, kann man sich über so eine Meisterschaft noch so richtig freuen oder sagt man ab dem 17. Titel irgendwann, jo, noch ein Titel. Fragen wir mal nach, bei den Bayern, Monika Lierhaus bitte. Ja, zunächst natürlich Gratulation, meine Herren, zur deutschen Meisterschaft und zum dritten Hattrick. Es ist Ihr dritter. Es gab überhaupt nur vier in der Bundesliga, Herr Hoeneß. Einen haben Sie als Spieler, zwei als Manager, aber noch nie so einen spannenden, oder? Nein, natürlich nicht nur dieses Wochenende, sondern auch das letzte hat natürlich an Spannung nichts übrig gelassen. Und wir sind alle sehr glücklich, dass wir schlussendlich doch die Schale gewonnen haben. Das glaube ich. Patrick, die Frage ist normalerweise verpönt unter Journalisten, aber ich möchte sie jetzt gern stellen. Wie geht es Ihnen? Hervorragend, ja. Wir haben schon gedacht in der letzten Saison, Ottmar Hitzfeld, es sei keine Steigerung möglich. Da war der Jubel riesengroß und die Spannung auch. Aber ich glaube, dies war nochmal eine Steigerung, das hat es nochmal getoppt. Ja, das war irgendwie vorprogrammiert und ich habe schon gesagt, es ist eine Meisterschaft der späten Tore und wir haben in Leverkusen vor zwei Wochen schon in der 87. das 1:0 gemacht und dann gegen Kaiserslautern wieder und heute hat sich das Blatt wieder gewendet in den letzten Minuten, also schon eine sehr verrückte Meisterschaft. Mehmet, hallo? Was haben Sie gedacht, als das 1:0 durch Sergej Barbares fiel? Ich habe natürlich gedacht, jetzt ist es vorbei. Ich glaube, der Einzige, der die Hoffnung nicht aufgegeben hatte, war der Trainer. Der hat dann nochmal ganz kühl Anweisungen gegeben, alle nach vorne. Und irgendwie hat es geklappt. Also ist traumhaft. Ganz ehrlich, haben Sie immer dran geglaubt, Herr Hitzfeld? Ja, wir haben das Positive aus dem Manchester-Syndrom genommen. Und Manchester hat uns ja auch vorgemacht. Und nicht nur das Negative, dass man auch verlieren kann, sondern dass man auch in den letzten Minuten noch ein, zwei Tore schießen kann. Und die Mannschaft, Kompliment an Patrick, denn er hat ja auch schwedisches Blut, er bleibt eiskalt und hat das dann auch in den letzten Sekunden unter Beweis gestellt. Mehmet und Patrick, ein bisschen Mitleid mit den Schalkern? Was heißt Mitleid? Mitleid heißt, ob sie ihnen ein bisschen leid das tun? Das verstehe ich. Ich meine, wir wollen auch Meister werden. Ja. Oh, gibt es kein Mitleid, Mehmet, im Sport? Ja, was heißt Mitleid? Ich glaube, das wollen die Schalker gar nicht. Sie haben eine grandiose Saison gespielt und sie hätten es auch verdient, deutscher Meister zu werden. Wir haben immer daran geglaubt, bis auf die letzten vier Minuten bei mir, sage ich mal. Und es war, glaube ich, für alle eine tolle Saison. Sie möchten, glaube ich, was dazu sagen, Herr Hitzfeld. Na, ist ja klar, dass man geschockt ist, wenn man so nah vor dem Titel steht. Und uns ging es ja heute auch so. Denn, wir haben ja auch in der 90. das Tor kassiert und waren schon fast weg. Und trotzdem sind wir zurückgekommen und ich glaube auch 92 mit Borussia Dortmund habe ich zwei Minuten Verschluss die deutsche Meisterschaft verloren. Und das geht schon unter die Haut und die Schalker tun mir natürlich leid. Das ist ganz klar, aber man kann es nicht ändern, man muss das Positive draus ziehen. Schalke hätte es auch verdient, deutscher Meister zu werden, denn sie haben auch eine super Saison gespielt und wir waren einfach der Glücklichere. Letzte Frage, wie ausgelassen darf denn jetzt gefeiert werden, wo noch der Druck der Champions League da ist? Ja, ich glaube, wir werden jetzt in München, wenn wir gelandet sind, alle gemeinsam mit den Frauen und dem engsten Kreis ein ruhiges, schönes Abendessen machen und hoffen, dass wir dann am Mittwoch richtig die Sau rauslassen können. Ein ruhiges Abendessen, Mehmet, oder doch nochmal einen über den Durst heute? Nee, wirklich ruhig. Ganz also, sicher, ja. Dann dabei viel Spaß, nochmal Gratulation. Ich danke Ihnen. Alles Gute. Ja, Dankeschön. Herzlichen Dank. Tschüss, danke fürs Interview und für die Erkenntnis, dass ein Fußballspiel eben doch 95 Minuten dauert. Monika Lierhaus, vielen Dank. Glückliche Bayern am Hamburger Flughafen kurz vor dem Rückflug in die Heimat, wo sie bestimmt auch noch ein bisschen gefeiert werden heute. Wir gucken alle Ergebnisse, alle neun Spiele nochmal im Überblick an. Hamburg gegen Bayern, gerade gesehen 1:1, das war die Entscheidung. Schalke schlägt Haching mit 5:3, wird trotzdem nur Zweiter. Cottbus schafft den Klassenerhalt mit einem 1:0 bei den Löwen. Frankfurt schlägt Stuttgart 2:1, steigt natürlich trotzdem ab. Leverkusen schafft das Minimalziel durch ein 1:0 gegen Bochum. Kaiserslautern verliert zum guten Schluss nochmal gegen Hertha 0:1. Freiburg schießt sich mit einem 4:1 endgültig in den UEFA Cup. Bremen mit einem 3:0 gegen Rostock in den UI Cup. Und Dortmund auch ein eher enttäuschendes 3:3 am Schluss gegen den ersten FC Köln. Und wir schauen uns die Abschlusstabelle der Saison 2000-2001 an. So sieht sie aus.
Ganz oben steht, wie immer hätte ich fast gesagt, der FC Bayern. Und einer hat gratuliert, der eigentlich eher Mitglied bei Borussia Dortmund ist. 89. Minute die Meisterschaft verloren zu haben und sie in der 93. war es wohl wieder zu gewinnen. Das zeigt die ungeheure psychische Stärke dieser Mannschaft. Und deswegen haben sie dann halt auch verdient gewonnen, die deutsche Meisterschaft. Und jetzt sollen sie auch noch einen draufsetzen und am Mittwoch Champions League-Sieger in Mailand werden. Also Befehl vom Kanzler, dann ist das wohl geritzt mit der Champions League. Valencia hat keine Chance. Wir gucken weiter in der Tabelle. Schalke auf Platz 2. Vielleicht kommt alles wie 1972. Da waren sie auch Herbstmeister. Am Ende nicht Meister, aber sie haben den DFB-Pokal gewonnen. Das zumindest können die Schalke ja nächsten Samstag erreichen. Dortmund Dritter. Das ist auch eine Riesenleistung, wenn man bedenkt, dass sie letzte Saison noch im Abstiegskampf standen. Der andere Champions League-Qualifikationsplatz geht an Leverkusen. Auf den UEFA-Cup-Plätzen Hertha und Freiburg, die Bremer im UI-Cup. Lautern hat dafür nicht gemeldet, also gar nicht international dabei. Wolfsburg ebenfalls UI-Cup. Und wir gehen in die zweite Hälfte. Köln nicht gemeldet für den UI-Cup. 1860 München muss da schon spielen. Die Jungs können also ihren Sommer zumindest am Strand knicken. Rostock mit einem 12. Platz. Der HSV 10 Plätze schlechter als in der letzten Saison. Cottbus sicher die Überraschungsmannschaft mit einem 14. Platz. Stuttgart hat sich auch noch so gerade gerettet. Und runter in die zweite Liga müssen Unterhaching, Frankfurt und Bochum. Jetzt klären wir noch die wichtige Frage, wie ist es ausgegangen in Sachen Torjägerkanone mit einem Unentschieden, können wir sagen. So sieht's aus. Sergei Barbares und Ebbe Sand teilen sich die Torjägerkanone. Die wird also, weiß ich nicht, irgendwo in der Mitte durchgesägt. Beide mit 22 Treffern. Wir hatten gefragt, wer ist der Fuchs der Saison? Wer